Yeah, let's go. I'm unstoppable, yeah. Do the impossible. Right. I'm irresponsible, oh. Yeah, I'm phenomenal. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Wer mich noch nicht kennt, ich bin die Angie, IFBB Pro Physikathletin und ich nehme euch heute mal mit durch meinen Tag. Wie beginnt mein Tag? Was esse ich? Und wie trainiere ich? Viel Spaß! Mein Tag beginnt wie fast immer mit 30 Minuten Cardio. Manchmal ist der Master. Ich habe Cardio immer drin für mein Herz-Kreislauf-System, auch wenn ich nicht in der Wettkampfvorbereitung bin. Und ja, das Beste ist, wenn man das direkt am Bett stehen hat. Das ist übrigens meine beste Empfehlung. Ich muss quasi drüber klettern, wenn ich aufstehe und habe gar keine Möglichkeit, als mich hier drauf zu setzen auf dieses Scheißteil. Ich gehöre nämlich zu der Fraktion, ich hasse Cardio. Keine Ahnung, wer es liebt, ich werde es nie verstehen. Ich hasse es. So, 30 Minuten sind auf jeden Fall rum. Und jetzt kommt das Beste. Jetzt gibt es Frühstück und Morgenroutine. Komm mit, komm mit. Ja. So, falls ihr euch in meinen Videos wundern solltet, ich habe hier keine Menschen in der Ecke liegen, die irgendwie gerade ersticken. Das ist Whitney, leider eine arme Vermehrerhündin, trotz viermal operiert, bekommt sie so schlecht Luft, aber sie ist glücklich. Sie ist glücklich. Und das ist der lustige Mops Amy. Ne, bist du lustig? Ja, bist du lustig? Ja. Dass ich überhaupt mit euch rede, ist schon ein Wunder, weil so wie mich meine Mitarbeiter aus meiner Praxis kennen oder alle von Instagram, ich rede gar nicht vor meinem ersten Energy. Habe ich eine Sucht? Boah, ich weiß das nicht. Kennt ihr das? Ich trinke keinen Kaffee, aber ich sag nur Energy for Life. So, Schluss mit lustig. Supplemente, Morgenroutine. Da sind sie drin. Was nehme ich jeden Morgen? Natokinase, eine Kapsel. Ganz wichtig für mein Herz und für mein Kreislaufsystem. Gerade jetzt in der Corona-Zeit, ich hatte ja auch mit Corona zu tun, schützt euer Herz. Ist für mich im Moment primär sehr wichtig. Übrigens, zu allen Supplementen werde ich im Detail auch nochmal ein extra Video machen. Genau was, wo, wieso, warum. Vitamin D3, K2, essentiell, ne, könnt ihr euch nicht von außen holen, ganz wichtig. Übrigens, da gibt es ein ganz tolles Video von der Ann-Kathrin Martin und mir, verlinke ich euch hier. Da erklären wir euch nämlich, warum Vitamin D3, K2 so wichtig ist. D3, K2 ist ein fettlösliches Hormon, muss man ja quasi schon sagen. Und sollte nur mit einer fettlöslichen Mahlzeit oder mit den Omega-3s genommen werden. Für mich natürlich nur in der veganen Form. Auch da erzähle ich euch noch mal was zu. Dann gibt es Kidney Plus, weil so kleine Wasserbüffel wie ich, alle die viele Proteine zu sich nehmen, müssen natürlich darauf achten, dass die Nieren gut arbeiten. Das schafft ihr hiermit. Wenn ihr einen niedrigen Körperfettanteil habt, werdet ihr das auch optisch sehen. Zink, nicht nur gut fürs Immunsystem, inzwischen weiß man, dass es fast an 100 verschiedenen Stoffwechselprozessen beteiligt ist. Jeden Tag eine halbe Kapsel bei mir. Ich werde mir mal wieder Blut abnehmen lassen. Das ist wichtig für die Leute draußen, die sich vegan ernähren. Esst ihr viele Vollkornprodukte, esst ihr viele Hülsenfrüchte zum Beispiel, nehmt ihr einen Stoff auf, der nennt sich Phytat. Und Phytat, obwohl diese Lebensmittel so gesund sind, haben einen großen Nachteil. Im Darm können wir das Zink nicht gut aufnehmen, beziehungsweise etwas eingeschränkter. Deswegen lasst euch ab und zu Blut abnehmen, sowieso wichtig. Lasst mal euren Zinkwert überprüfen, weil eventuell müsst ihr, wenn ihr euch pflanzlich ernährt, ein bisschen höher dosieren. Joint Protect ist, denke ich, selbsterklärend.
Auch da gibt es ein tolles Video zu bei Big Zone für meine Sehnen und alten Gelenke. Friss oder stirb, weil mein Motto, im Glas helfen sie nicht. Mache ich das gerne? Nee, tue ich es trotzdem. Ja. Okay. Prost. Kommen wir mal zu dem, was ich am liebsten tue nach dem Trainieren. Essen. Bei mir gibt es Frühstück. Was gibt es bei mir? Ich hänge jetzt original, ich glaube seit fast 2 Monaten, an meinem Reismehlkuchen fest. Und den zeige ich euch jetzt. Und das ist auch egal, ob ihr vegan seid oder nicht. Den kann jeder machen, wie er möchte. Egal mit welchem Way. Ihr braucht einfach nur kaltes Wasser und ein paar Zutaten. Und ich verspreche euch, das Ganze dauert maximal mit Mikrowelle 5 Minuten, 6 Minuten. Zeit läuft ab jetzt. So, was brauchen wir? Wir brauchen Reismehl. Wieder verfügbar übrigens. Würde ich zuschlagen, weil Reismehl ist wirklich wahnsinnig beliebt und hat natürlich den Vorteil, es hat keine Fette, so wie die Haferflocken. Es ist super verträglich, bekömmlich, gut verdaulich und ist so schnell fertig. Ich nutze immer 50 Gramm. Dazu kommt natürlich in meinem Fall das Battle Vegan, aber ihr könnt jedes andere Battle Way auch nehmen. Übrigens, wenn ihr mich unterstützen wollt, mit Angie 10 spart ihr immer. So, da gibt es auch 50 Gramm drauf. Ihr könnt auch 40 nehmen. Das Battle Vegan gibt es übrigens in 3 Geschmackssorten. Ich habe aber nur 2 hier. Mein absoluter Favorite ist Zimtstern. Es gibt Schokohaselnuss und es gibt auch noch Erdnusskaramell. Das ist alles Geschmackssache. Ich werde fast jeden Tag gefragt, funktioniert das mit dem veganen Whey? Ja, es funktioniert. Wir haben hier Reisprotein drin, Erbsenprotein und sind da vom Aminosäurenprofil echt gut aufgestellt. Dann noch EAAs dazu. Da braucht sich keiner, der sich nur pflanzlich ernähren möchte, irgendwie Gedanken machen, dass er da nicht auf seine Proteine kommt. So. Bei mir kommen immer 50 Gramm von dem guten Whey da drauf. Eigentlich immer Punktlandung, heute nicht. 101 lassen wir mal stehen. So, was brauchen wir jetzt? Bei mir kommen immer Leinsamen drauf. Erstens für meine Fettsäuren, Linolensäure. Da sind auch ein paar Chiasamen mit drin. Und für die Verdauung natürlich. Und es gibt einfach mehr Volumen. Ich bin ja so ein Volumenesser. Ich bin ja so eine totale Fressraupe. Ich brauche immer viel Essen. So, was brauchen wir jetzt? Eigentlich schon nichts mehr. Doch, Backpulver. Ich nehme mal ein halbes Paket. Könnt ihr aber handhaben, wie ihr möchtet. So. Hier gibt es immer noch so einen Schnickschnack wie Zitronenschale. Das mag ich echt total gerne. Und Salz. So ein Gramm oder Prise, wie auch immer, mag ich einfach für den Geschmack. Das rühre ich einmal trocken durch, müsst ihr aber nicht. So, wenn man das Reismehl sonst macht, muss man es eher mit kochendem Wasser machen. Der Vorteil ist, braucht ihr hier nicht. Ich gebe da jetzt dieselbe Menge Wasser drauf, beziehungsweise ich gebe da mehr drauf, aber nur, weil ich das vegane Whey nutze, weil das ein bisschen dickflüssiger ist. Das rühren wir durch und dann haben wir unsere Arbeit schon getan. Okay, ein bisschen noch. Müsst ihr einfach nach Gefühl machen. Wenn ich das morgens mache, wäre der jetzt eigentlich schon fertig. Aber für euch mache ich es sehr schön. Das Ganze geht in die Mikro. Übrigens, was motiviert euch? Ich finde sie so großartig. Brigitte Bardot. Die feiere ich so. Guck mal, Ani. Ja. Und das ist mein Patenhuhn, Vicky.
auch wenn ich vegan bin. So, das Ganze geht für 3 Minuten, 4 Minuten. Das kommt immer drauf an, ob ihr eine Tupper-Schüssel nehmt oder eine Keramikschale nimmt. Und dann ist das eigentlich schon fertig. Warten aufs Christkind. Mein Hund hat sich nämlich heute Nacht mal so richtig ausgekotzt. Hast du dich schön ausgekotzt die ganze Nacht? Hast du dich schön ausgekotzt die ganze Nacht? Ich weiß gar nicht, wie so ein kleiner Hund, Entschuldigung, so kotzen kann. So, Frühstück ist fertig. Die Hunde wissen nämlich auch, was das heißt, wenn die Maschine mit dem Ping geht, ne? Wow, hot, 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 hot. So muss das aussehen, wenn man kocht. Ich mache immer den ultimativen Klopftest und wenn das so ist, dann ist das ready. Wobei ich das gerne immer den Abend vorher mache, weil dann zieht das nämlich so richtig durch. Eigentlich war es das, aber ich toppe das Ganze natürlich immer. Darauf an, ob ich jetzt in der Wettkampfvorbereitung bin oder nicht. Da ich das gerade nicht bin, kommen hier, geh mal raus, Whitney, geh mal raus. Gehen hier ein paar Löffel Joghurt drauf. Wenn ich das nachts an den Kühlschrank lasse, dann hat das so eine total creamy Konsistenz. Finde ich ganz verrückt. Könnt ihr natürlich weglassen. Ist nur eine Inspiration. Die dürfen natürlich nie fehlen. Die Erdbeerzeit kommt langsam. Ich schäme mich fast, sind nämlich Früherdbeeren. Aber die haben mich so angelacht, ich musste die mitnehmen. Beeren, ne? Antioxidantien gehen bei mir jeden Morgen drauf. Ist auch immer abhängig, ob ich in Wettkampfvorbereitung bin oder nicht. Ist auch so ein kleiner Lifehack. Ja, die sieht auch schon gut aus. So ist das, wenn man sich so eine Kilo-Vorratspackung holt. Sind Hanfsamen. Hanfsamen haben einfach mal auf 100 Gramm 35 Gramm Proteine. Genau wie die Kürbiskerne. Da ist halt auch Selen drin. Und ja, habe ich irgendwann für mich entdeckt, da ich die Proteinquellen wirklich versuche, ganz breit zu fächern. Das Beste zum Schluss an meine Nussmus-Fans da draußen. Für mich inzwischen, früher habe ich Avocados gegessen, esse ich inzwischen nicht mehr. Ich nehme eigentlich die Fettquellen nur noch über Nussmus auf und ob Mandel, Peanut, aber das ist mein Favorite. Peanut Butter in Himalaya-Salz. Und wenn die mal nicht da ist, streue ich mir inzwischen Salz rein, weil ich liebe dieses süß-salzige. So, das ist natürlich abhängig, ob ihr jetzt Fette drin haben wollt oder nicht. Jetzt gute 20 Gramm gönnen. So Leute, das gönne ich mir jetzt. Guckt euch das an. Wenn das so aussieht, dann ist es richtig. Wenn ich aufgegessen habe, mache ich mein Intra-Workout fertig und dann geht's ins Training. Was trainiere ich heute? Rücken. Ich nehme euch mit ins Rückentraining, ins FitX. Wohl bekommt's. Stündchen später. Essen müsste langsam dort angekommen sein, wo es hingehört. Aber müde, Leute, bin ich immer noch. Kong hat versagt. Probieren wir es mal noch mit dem Monster hinterher, sonst weiß ich gar nicht, wie ich überhaupt trainieren soll. Es ist auf alle Fälle Intra-Workout-Time. Ich brauche Flüssigkeit, ich hänge ein bisschen hinterher. Bei mir gibt es übrigens jeden Morgen ein dickes Stück Ingwer, den Saft einer halben bis ganzen Zitrone koche ich mir auf 1,3 Liter Wasser auf und trinke das über den ganzen Tag verteilt. So, und fürs Training gibt es bei mir immer natürlich EAAs, ganz, ganz wichtig. Das ist die neue Formel. Wir haben jetzt noch eine Aminosäure mehr da drin. Es gibt auf dem Big Zone Kanal, ich hoffe, ihr habt den alle abonniert übrigens, sonst ne, gibt es ein Video, was an den neuen EAAs so gut ist. Was ich euch auf alle Fälle sagen kann, ist, die haben überhaupt keinen EAA-Geschmack mehr. Ich sauf die wie so ein Kamel den ganzen Tag. Ananas, Kirsch, absoluter Geheimtipp. Aber bitte, kauft sie nicht alle auf.
sonst kriege ich meinen Ananas nicht mehr. So, da kommt fürs Intra ein Scoop rein, was natürlich immer drin ist im Training. So leid es mir tut, Leute, Kreatin ist einer der Rohstoffe, keine Ahnung, was da los ist, der im Moment so schlecht verfügbar ist. Ich habe normalerweise mal einen Pump Booster mit drin, aber meiner ist alle und den Bloodstorm, manche von euch kennen den bestimmt, den gibt es nicht mehr. Ich habe den so geliebt, weil keine Stimulantien drin sind. Citrullin, Arginin ist drin, aber nächste Woche gibt es einen neuen Pump Booster. Da werde ich euch dann nochmal was drüber erzählen, wenn ich ihn probiert habe. Deswegen gibt es jetzt auf alle Fälle Citrullin hier rein. Normalerweise Arginin, leider ist mein Arginin alle. Carbquelle ist bei mir immer Kokoswasser. Das liebe ich einfach. Da gehen jetzt auch noch das, was reinpasst, 300 Milliliter rein. Schmeckt natürlich total lecker. Mag ich mehr und ist tatsächlich auch in meinem Planer so drin. Kleiner Lifehack noch. Wer Bock auf Nachhaltigkeit hat, der sollte mal vorbeigucken und auf Bioprodukte. Es gibt eine ganz tolle Firma, ich glaube, die hat ihren Sitz in Berlin. Koro heißen die, ich liebe die schon seit Jahren. Da gibt es übrigens Bio-Erdnussmilch. Ich bin nicht der Maiswaffel-Fan, aber die Reiswaffel liebe ich. Mein Tofu bei Koro und mein Cashew-Mus, wenn ich mal keinen Bock auf Erdnussmus habe. Okay, es wird nicht funktionieren. Schleppen wir uns mal zum Training, ne? Viel Spaß. So. Wir sind angekommen in meinem, eigentlich in meinem Lieblingsstudio hier in FitX am Phoenixsee, Dortmund. Ich trainiere hier besonders gerne Rücken, weil ich einfach die Hammerstrength-Maschinen hier in diesem Studio am besten finde. Ich habe meine drei Studios, in denen ich hauptsächlich trainiere. Und die werde ich euch in den nächsten Videos auch einmal vorstellen. Ich zeige euch heute mal ein Training mit dem Fokus oberer Rücken, wie ihr den am besten treffen könnt mit meinen Lieblingsübungen und vor allem die Übungen, die in meinem, ja, in meinem Pro-Debüt-Planer stehen, die der Max für mich vorgesehen hat. Auf geht's! Yeah. Yeah. Sometimes I think that I'm unstoppable. Yeah. Ready to go, man, lock and load. That's right. I swear to God that I could drop you, bro. Ich trainiere schon ziemlich lange nach dem Push-Pull-Beine-Prinzip. Ich habe zurzeit ist mein Trainingsplan. Ich habe nur ein Push-Day, das heißt nur einmal Brust und Schulter, weil ich da stärker bin als am Rücken. Ich muss ein bisschen Fokus auf den Rücken setzen, deswegen ist der Rücken gesplittet in oberen Teil und unteren Teil. Einmal habe ich nochmal die Schulter mit drin. Heute ist nur der obere Rücken dran und wir fangen mit der ersten Übung an. Latzen breit. Ich trainiere zu 80% nach dem HIIT-Prinzip schon ziemlich lange. Habe zwischendurch mal GPS gemacht, merke aber, dass das Training irgendwie besser ankommt bei mir. Ich mag aber auch die Abwechslung. Also ich sehe eigentlich zu, dass ich immer mal wieder einen neuen Reiz setze. Aber jetzt, wenn ich in der Wettkampfvorbereitung bin oder kurz davor bin, trainiere ich genauso natürlich nach Plan, wie das vorgegeben ist von dem Max. HIIT-Training heißt für mich, ich habe tatsächlich nur einen Arbeitssatz und einen Backaufsatz, der mit ein bisschen weniger Gewicht gemacht wird. Und ich mache so 2 bis 3 Aufwärmsätze, je nach Gefühl. Und jetzt kommt mein erster Arbeitssatz. I'ma make mine while you sitting there complaining. I'll be training while you sitting there just waiting. I'm creating. Yeah. Yeah. Sometimes I think that I'm unstoppable. Yeah. Ready to go, man. Lock and load. Als nächstes wird gerudert.
Ich liebe diese Maschine hier, weil ihr könnt hier im pronierten Griff oder im supinierten Griff arbeiten, je nachdem, ob ihr mehr euren Latt treffen wollt oder mehr die Rhomboideen. Do the impossible, I'm irresponsible, yeah, I'm phenomenal, yeah. I got an arsenal, oh, yeah. I'm dropping bombs, you know, oh, yeah. No, I'm not stopping, no, conquer the obstacle, yeah. To the top, here I go, think I'm chosen, yeah. To be the king of rock, think the people have spoken. I can hear the tick-tock of the clock, I'm in motion. So now I'm gonna pop, causing all this commotion, yeah, yeah. Sometimes I think that I'm unstoppable. Ready to go, man. Bevor es in den ersten Arbeitssatz geht. Ich war früher auch immer, wo das für Frauen eher unnormal ist. Das heißt unnormal. Eher so eine Ego-Pumperin. Gewicht, immer mehr Gewicht, Gewicht, Gewicht. Inzwischen denke ich da anders, alleine schon wegen Verletzungsgefahr. Ich versuche wirklich sehr konzentriert mit dem Gewicht umzugehen. Und ich nehme eigentlich immer nur so viel Gewicht, dass ich wirklich eine Sekunde oben in der Kontraktion bleiben kann. I'ma do this thing my way. Let's go. Been grinding hard on it all day. It's okay. We work hard, then we all play. Yeah. I'm addicted to the grind, man. That's right. So I refuse to waste time, man. Yeah. One day it all will be fine, man. Let's go. Oh. Gotta commit to the climb. You know we're back with the Guinness, setting records every minute. Jetzt kommen die Überzüge. Die mache ich meistens direkt im Anschluss, damit ich einfach noch mehr Blut da unten in den Latt reinbringen kann. Mache ich übrigens auch sehr gerne. I don't waste time, no, I make time. All these people wanna hate, fine, I'ma make mine. While you sitting there complaining, I'll be training. While you sitting there just waiting, I'm creating. Yeah, yeah. Sometimes I think that I'm unstoppable. Auch da nehme ich lieber ein bisschen weniger Gewicht, damit ich wirklich richtig schön hier reinziehen kann. Aber alles andere spürt ihr das da unten nicht. Viele machen das ja auch mit einer Stange. Ich mache es lieber mit einem Seil, weil ich dann wirklich weiter hier hinkomme, wo ich eigentlich hinkommen möchte. Ihr müsst euch immer im Klaren sein, wo will ich hin mit der Übung. I'm unstoppable, do the impossible, I'm irresponsible, yeah, I'm phenomenal, I got an arsenal, I'm dropping bombs, you know, no, I'm not stopping, no, conquer the obstacle, to the top, here I go, think I'm chosen, to be the king of rock, think the people have spoken, I can hear the tick-tock of the clock, I'm in motion, so now I'm gonna pop, causing all this commotion, yeah, sometimes I think that I'm unstoppable. Yeah, ready to go, man, lock and go. That's right. I swear to God that I could drop you, bro. Yeah, I got a shot and I ain't stopping, no. That's how I know that I'm unstoppable.
mit dem Rückentraining. Und wer jetzt nach den Übungen den Rücken immer noch nicht spürt, der macht irgendwas falsch, Leute. Bei mir gibt es abschließend noch zwei Bizepsübungen. Und ich fange mit den Hammer Curls am Kabel mit dem Seil an. Yeah, let's go. I don't care what they all say. That's right. I'ma do this thing my way. Let's go. Been grinding hard on it all day. Okay. We work hard, then we all play. Yeah. I'm addicted to the grind, man. That's right. So I refuse to waste time, man. Yeah. One day it all will be fine, man. Let's go. Gotta commit to the climb. You know we're back with the Guinness, setting records every minute, every track. An addiction to the fact that we're winning. Still we lack, something's missing. Need a track that is hitting, making racks, making millions. Boy, yeah, rap, that's the mission. I don't waste time, no, I make time. All these people wanna hate, fine, I'ma make mine. While you sitting there complaining, I'll be training. While you sitting there just waiting, I'm creating. Yeah. Yeah. Sometimes I think that I'm unstoppable. Yeah. Ready to go, man, lock and load. That's right. I swear to God. Das war's vom heutigen Rückentraining. Ich merke, mein Magen, der knurrt inzwischen schon. Trotz Intra-Carbs habe ich wahnsinnigen Hunger. Es geht jetzt ganz schnell nach Hause zu meiner Post-Workout-Mahlzeit. Und was es gibt, das zeige ich euch gleich. That's how I know that I'm unstoppable. Endlich angekommen zu Hause, ich habe wahnsinnigen Hunger. Jetzt heißt es Post-Workout-Mahlzeit. Bei mir gibt es immer 60 Gramm Rice Krispies. Rice Krispies, ich vertrage sie besser als irgendwas mit Mais oder mit Weizen und es hat relativ wenig Fett. Die bleiben sogar drin, auch wenn ich in der Diät bin, nach jedem Training. Ach. Normalerweise mache ich immer Punktlandung, immer eine Banane. Natürlich auch für Kalium und noch mal ein paar extra Carbs. Ich habe eigentlich eine Fructoseintoleranz, aber seitdem ich mich komplett vegan ernähre, sind meine ganzen Allergien verschwunden und ich kann auf einmal alles essen. Das ist unglaublich. Muss nicht bei jedem funktionieren, bei mir hat es funktioniert. So, apropos vegan, bei mir gibt es natürlich das Battle Vegan. Und wer denkt, ah, vegan, ich weiß nicht, komme ich da so auf meine Proteine? Ja, kommt ihr. Das Gute an dem Battle Vegan ist, ich mache mir da überhaupt keine Sorgen. Die Kombination aus Erbsenprotein, was sowieso eine große Quelle für mich als Veganerin ist, eine große Proteinquelle, und dem Reisprotein, bin ich hier vom Aminosäurenprofil echt super aufgestellt. Und das ist ein kleiner Lifehack, die Fly-Milch, unbezahlte Werbung natürlich, gibt es bei uns hier im Rewe, ist auch eine Erbsenproteinmilch, macht das Ganze total sämig, hat gute Werte und gibt euch auch noch mal ein bisschen Protein. Auch im Shake, es macht eine ganz cremige Textur, kann ich euch nur empfehlen. Das vegane Whey ist meistens immer ein bisschen dickflüssiger. Bei dem Big Zone ist tatsächlich das Schoko-Haselnuss für mich gefühlt das dickflüssigste. Deswegen kommt da nochmal extra ein bisschen Wasser zu. Den großen Vorteil, den das Schoko-Haselnuss hat, man kann das fast löffeln. Und dazu wird es auch ein Video geben, wie ich nämlich aus dem Schoko-Haselnuss eine ganz geile Art Schoko-Mousse-Schokolade mache. So, Leute. Ich tue das, was ich auch sehr gut kann, essen. Damit ist das Video für heute beendet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Abo da, damit ihr keins meiner neuen Videos verpasst in Zukunft, denn da wird noch ganz, ganz viel Content kommen. Das war's für heute. Bis ganz bald. Bleibt gesund. Ciao.